Moin, meine lieben Montagen, und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, also erstmal sorry dafür, dass mein Video wie angekündigt nicht kam. Aber heute kommt auf jeden Fall das Video, denn heute mache ich es. Denn wir sind jetzt schon seit 3 Tagen in der zweiten Woche der nächsten 5 Qualifikationen. Und die gucken wir uns heute an. Wir fangen an mit PAZ, mit dem Song Verplant. Ich hab noch nicht mal angefangen, doch trigger dich wie scharfe Gans. Ihr seid so uninteressant wie ein Termin beim Arbeitsamt. Mit jedem Tag verschwindet ein klein bisschen mehr vom Tatendrang. Wieso stehen eure Namen in der wacke Rapper-Datenbank? Ich zieh die Scheiße durch, bis mir mein Aggregat versagt. Ihr rappt nur über First World Problems und dummen Markenkrame. Ich hab so viel Druck, so circa um die 1000 Bar. Und mach selbst in der Jogginghose immer noch mehr Frauen klar. Was stehst du da so rum wie ne Attrappe? Ich glaub, du hast den Wackler am Kontakt deiner Synapsen, Alter. Deutscher Rap besteht seit ein paar Jahren nur aus Schwachsinn. Aber alles schon okay, lass mich mal machen. Wir haben alle mal eine Rechnung zu zahlen. Wir haben alle mal einen echt schlechten Start. Müssen schaffen, doch sind extrem am Arsch, weil wir mal wieder nicht geschlafen haben am gestrigen Tag. Wir sind doch alle mal ein bisschen verplant. Sind voll am Arsch, doch auf eine witzige Art. Wir rauchen viel zu viel und wir schauen so tief ins Glas. Aber wenn wir Praktiker, dann sind wir auch da. Ihr seid alle nicht so cool, wie ihr gern wärt. Von so Typen kenn ich 100 und das nervt. Ihr jammert immer zu von Wunden und von Schmerzen. Alter, wir leben damit, als wenn nichts wär. Jammert einfach weiter in der Booth. Ey, merkt ihr meine Zeile, diese. Ja, also ich weiß jetzt gerade ehrlich gesagt nicht so ganz, was ich dazu sagen soll. Also ich finde ja, die Art der von Beatwahl, also die Wahl zum Beat. Das wollte ich sagen, genau. Also, ja, also den Beat finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Er flowt auch darauf auch auf jeden Fall recht gut. Also Flow ist auf jeden Fall da. Er kann auf diesen interessanten Beat gut flowen. Und ich weiß nicht, ob ich das Ganze gut oder schlecht finden soll. Ich finde es recht interessant. Hören wir mal weiter. Scheiße, ist nicht cool. Geh zu den Anonymen, bild mit denen eine Crew. Aber lass mich bitte einfach mit dem ganzen Mist in Ruhe. Ich hab mit dir nichts zu tun, ich will nur chillen. Etwas Mucke machen und so Opfer wie dich killen. Kommt per Zombie Walk ins Building und pump Wu-Tang. Deine Crew wie Kindergarten, meine Jungs wie Bootcamp. Das Leben läuft zu schnell und du kommst nicht mehr hinterher. Ey, yo, doch hinter dir sind mehr als sowas soll's. Erfolg kommt auch von Wollen, doch wenn wer weiter ist als du, mach dir bewusst, dass der vielleicht schon eine Weile länger läuft. Wir haben alle mal eine Rechnung zu zahlen. Wir haben alle mal einen echt schlechten Start. Müssen schaffen, doch sind extrem am Arsch, weil wir mal wieder nicht geschlafen haben am gestrigen Tag. Wir sind doch alle mal ein bisschen verplant. Sind voll am Arsch, doch auf eine witzige Art. Wir rauchen viel zu viel und wir schauen so tief ins Glas. Aber wenn wir Praktiker, dann sind wir auch da. 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 Wir sind geboren für den Shit, also erhebt euer Glas. Also, irgendwie mochte ich das Ganze nicht so. Also, ich muss den leider disliken. Ich mochte das einfach irgendwie nicht. Ich fand es ja irgendwie auch interessant, dass er so eine Art Beat genommen hat. Gleich, ich meine, der Flow und so war auch recht gut. Aber so das Ganze, so das insgesamt nicht, weil ich mochte es irgendwie nicht so. Ich muss es leider dismelden. Mag ich nicht. Ja, machen wir weiter mit Eros. Mit den Song Gotham und Budapest. Omi, ich hab
den Job. Oh, wunderbar. Und ich krieg sogar mein Wunschgehalt. Jetzt Marktwert checken mit dem Gehaltsplaner. Ganz schön clever. Liegt in der Familie. Mit dem Gehaltsplaner zum Wunschgehalt. Stepstone. Jobs sind unser Job. Seh am Morgen nur Gewitter, ey. Die Bude brennt, will mit den Brüdern hängen. Am Kudamm, ey, oder in Budapest. Tu nicht so, als wärst du von uns, babe. Laufen straight in Richtung Messer. Am Rand entlang von einem Teller. Bisschen Aqua, bisschen mehr. Bisschen mehr, bisschen mehr. Bis sich keiner von euch um mich schert. Scherben über alle Meer. Soweit das Auge reicht und umgekehrt. Unbemerkt ungefähr schon Jahrzehnte her. Ich hab Bock und sie auch. Versteckt die Sorgen zwischen Rauch. Ohne Sicht zu viel Nebel, über 180 Pferde gegen Bau. Ahornblätter bedecken die Straßen in meinem Block. Lass mich fallen im Wintergarten im Erdgeschoss. Begrabe all meinen Struggle unter der Erde, Bro. Für eine ganze Weile tief unter der Erde, Bro. Augen fallen zu, viel zu schwer. Verkehrte Welt, dann lieber kein Verkehr. Lange Sommernacht, dann wieder Herbst. Und im Kopf ist es schon wieder still und leer. Ich hab leider lange Zeit vergessen aufzuhören, anderen zuzuhören, ein bisschen mehr auf mich zu hören. Seh am Morgen nur Gewitter, ey. Die Bude brennt, will mit den Brüdern hängen. Am Kudamm, ey, oder in Budapest. Tu nicht so, als wärst du von uns, babe. Laufen straight in Richtung Messer. Am Rand entlang von einem Teller. Bisschen Aqua, bisschen mehr. Bisschen mehr, bisschen mehr. Seh am Morgen nur Gewitter, ey. Die Bude brennt, will mit den Brüdern hängen. Am Kudamm, ey, oder in Budapest. Tu nicht so, als wärst du von uns, babe. Laufen straight in Richtung Messer. Am Rand entlang von einem Teller. Bisschen Aqua, bisschen mehr. Bisschen mehr, bisschen mehr. Ja. Augenblick kurz. So, jetzt geht es weiter. Ja, auch das war wieder etwas musikalisch. Es war so wie letzte Woche beim Lasco mit dem Song Passé. Das war auch, wie nennt man das gleich? Ich glaube, so Afro-Rap. Also, wo es war praktisch es war wieder was zwischen Rap und Sing. Einfach etwas Musikalisches, so, wie ich schon sagte, Afro-Rap. Und das ist wirklich sehr gut. Also, wenn man es echt gut mischen kann mit Rappen und Singen. Dann kommt es immer sehr gut an. Also das war wieder ein Song, der hat mir sehr gut gefallen. Und genau. Er macht mir weiter mit dem Rapper T-Dox Vengeance mit dem Song Roboter. Warum der ADAC so genial ist? Du kannst zum Beispiel an einem Fahrsicherheitstraining teilnehmen. Das ist seine große Liebe übern Flatscreen. Haben sie gezeigt in der Werbung nur für dich. Reife Frauen suchen in deiner Nähe nach etwas sexy. Schicken dir innerhalb von Minuten ihre Pics. Bilder von random Bitches im Netz. Und je nachdem wie viel du ihr dann gibst, kriegst du alles was du willst, aber nichts davon ist echt.
Ich seh deine Augen, nur noch ihre, ja. Du gabst dein Herz lieber irgendwem anderen. Und ich verlor meine Liebe an dich nur digital. Du brichst meinen Schaltkreis, als wären wir Roboter. Zu TikTok Schwingage muss man dazu sagen, er ist ein, ich weiß nicht, ob er wirklich noch allzu bekannt ist, weil er nicht mehr so viel Musik macht. Er hat damals mehr Musik gemacht, und zwar mit einem Bekannten, oder was heißt, bekannt ist er auch nicht wirklich. Das war genauso wie letzte Woche. Da, wo er ja bekannt gegeben wurde, dass er in die JMA mit reinkommt, da habe ich auch schon überlegt, zu welchem Rapper er noch dazukommt, weil er hat ja mit einem bestimmten Maskenrapper auch Musik gemacht, aber mir fällt der Name immer nicht ein. Ich überlege wirklich schon seit letzter Woche, ne? Mir fällt der Scheißname einfach nicht ein. Aber der Maskenrapper, den ich meine, der ist wirklich sehr außergewöhnlich. Und, ja. Vielleicht haben wir ja Glück und Julian sagt, den Namen von dem Maskenrapper, wenn er seine Bewertung macht. Müssen wir mal abwarten. Achso, aber auch Tito Spengensch ist ein guter Rapper, also. Obwohl der Song nicht zu Ende ist, gebe ich auf jeden Fall echt schon mal ein Like, weil er ist wirklich ein guter Rapper, also. Gegen ihn kann man nichts Schlechtes sagen. Bei Meter, ihre Entfernung sind nur 8 Kilometer. Sie hat die schönsten Augen an ihrer Hüfte. Siehst du schon das Klettchen für deine Hochzeit? Sie ist für dich Top 1 noch einmal. Verliebst du dich nicht? Hast du gesagt, lieber die Wiesen im Blick, das hast du gesagt. Ich hab geschrieben, aber irgendwas an ihr wirkt gefaut. Und aus Franziska wird Paul. Ich seh deine Augen, nur noch ihre, ja. Du gabst dein Herz lieber irgendwem anderen. Und ich verlor meine Liebe an dich nur digital. Du brichst meinen Schaltkreis, als wären wir Roboter. Das Metaverse. Du kennst von mir nur meinen Avatar. Und ich verliere mich tief in deinen Beta-Curves. Und du betreibst in meinem Kopf Schabernack, darum schalt dich aus. Self-destruct initiated. Ich seh deine Augen nur noch ihre, ja. Du gabst dein Herz lieber irgendwem anderen. Meinen Schaltkreis, als wären wir Roboter. Als wären wir Roboter. Als wären wir Ja, wie ich schon sagte, er ist auf jeden Fall ein guter Rapper. Zudem möchte ich nicht viel hinzuzufügen, es war echt ein guter Song, also kann man sich auch mehrmals geben, also ja. Ja, machen wir weiter mit Gotcha, mit dem Song Transparent. Gotcha ist, kann man sagen, er ist wirklich ein bekannter Rapper. Er hat schon des Öfteren im JBB mitgemacht bei Julians Block Battle. Nur wurde er leider irgendwann von Turnier rausgeschmissen oder ich glaube auch gesperrt.
aber aus welchem Grund weiß ich gar nicht mehr, weil das natürlich schon länger her ist. Aber ich glaube, er hat in 2 oder 3 Turnieren mitgemacht oder sogar in mehreren, wenn ich es noch richtig weiß. Und ja, genau. Hören wir uns den Song einfach mal an. Entdecke 1000 neue Gartenideen zum Verlieben. Jetzt bei Otto. Ich hab ein ganzes Jahr geschwiegen und schrieb stundenlang Bars. Doch jeder Text war wie ein hingeschmiertes Grundschuldiktat. Wurde zu 2 Jahren verurteilt und dann im nächsten Jahr doch freigesprochen. Schrieb darüber Alben, doch war innerlich schon eingebrochen. Battle-Modus aus, doch kein geheucheltes Lob. Stacy freut sich safe über die neue Däumchenfunktion. Und Julian wurde in den letzten Jahren viel kritisiert. Doch ignoriert man die Kritik, hat sie fast nie existiert. Apropos Julians Blog hat nach seinem peinlichen Benehmen von Spotify und Käufen noch nicht einen Cent gesehen. Doch ich will mich nicht bereichern, mache Mucke nicht zu Geldzwecken. Jeden Cent gewinnt. Bin aus dem Turnier werde ich selbst spenden. Denn auf dieser Welt passiert viel Ungerechtigkeit. Und für Menschlichkeit bin ich zum Kämpfen bereit. Hab mich weiterentwickelt und auch wenn du mich gerne scheitern siehst, texte ich weiter, auch wenn kein Schein mehr fließt. Liebe eingesperrt, wie das weite Meer. So viel Wut in mein Bauch, doch mach daraus was Kreatives und nicht schnuschern und rauch. Aber reines. Und so wie es letzte Woche auch, wie heißt der gleich noch, das war Diamond, genau, so wie es letzte Woche Diamond auch gemacht hat, tut Gotcha hier natürlich auch gegen Julians Block schießen, also er disst ihn, kann ich auch irgendwie verstehen, weil der hat Gotcha, wie gesagt, aus dem Turnier gesperrt oder auch rausgeschmissen. Ich glaube, gesperrt ist das richtige Wort. Genau. Doch leidet er. Bleibe immer transparent. Für so sinnloses Gefasel braucht man sicher kein Talent. Aber auch hier zu ihm kann man wirklich nichts Schlechtes sagen, da er wirklich ein guter Rapper ist. Seine Parts, die rappt er immer perfekt. Einfach so geil. Und seine Hooks, die singt er auch immer, also ist auch wirklich sehr, und der mischt es auch immer sehr gut mit Rappen und Singen, also das hört sich bei ihm immer richtig geil an. Hammer. Wo einen die Krisenlage packt. Einer angeschossen worden, einer 4 Jahre im Knast. Und dann denkst du drüber nach, Mann, wie viel Zeit hast du vergeudet. Langsam realisierst du, was deine Freiheit dir bedeutet. Diese lächerlichen Pisser greifen dich zwar an, doch bis letztendlich hinter Gittern sind wie Ratten aus dem Gully und zerstören damit Menschenleben. Schlägst du und zuerst musst du auch mit den Konsequenzen leben. Das ist kein Battle-Turnier, doch fick mich an, lass ich mir sicher nicht die Fresse polieren. Werd jeden nervigen Affen vor eine Backsteinsäule kicken, wenn sie wieder für paar 100 Klicks die Punchline-Keule schwingen und nach Aufmerksamkeit geiern. Ich will einfach nur noch Mucke machen. Tracks mit Fundament, du raps an weiter über Notenflanken. 22, ich bring das dritte Album mit Herz. Keine ausgedachten Stories, kein Autotune, kein Kommerz. Liebe eingesperrt, wie das weite Meer. So viel Wut in mein Bauch, doch mach daraus was Kreatives und nicht schnuschern und rauch. Hab ein reines Herz, doch es leidet sehr. Bleibe immer transparent, für so sinnloses Gefasel braucht man sicher kein Talent.
Ja, zudem ist nichts mehr hinzuzufügen. Einfach nur geil. Perfekt. Ja, und kommen wir zum letzten Song. BNY und Craze mit dem Song Désolé. Jetzt bei Silberbrunnen. Die Schwabengläser-Sammelaktion. Das fleißige Schafferle. Der Häusefäger. Der geizige Enteklimmer. Und das goldige Butzele. Einfach Sprudeltrinker und Mitsammler. Silberbrunnen. Wir sind Schwaben. Ich nehme einfach mal an, Kreis. Ich nehme an, Kreis war die Frau im BNY. War es wahrscheinlich der Mann? Oder andersrum? Ich habe keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, die Frau hat einen guten Gesang gehabt. Also, schöne Stimme. Sie selber natürlich auch eine hübsche, ganz klar. War auf jeden Fall auch ein guter Song. Hat mir sehr gut gefallen. Ja, und warten wir einfach mal bis morgen ab. Morgen kommt ja von Julian die Bewertung. Und ja, genau. Ja, dann wünsche ich euch allen noch einen restlichen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao.